Und einen wunderschönen Sonntagmorgen wünsche ich dir. Mal schauen, ob ich live bin in der richtigen Gruppe, ob ich zu sehen bin. Bin ich live? Schaut so aus, aber ich finde mich hier noch nicht. Ah, da sind Zuschauer da. Dann scheine ich live schon mal zu sein. Die Frage ist nur, bin ich auch in der richtigen Gruppe? So, mal der Testseite gucken. Facebook, bitte zeig mir das doch jetzt hier an. Zuschauer sind da. Schreibt mal rein, ob ich gut zu sehen und zu hören bin, ob ich in der richtigen Gruppe bin. Entdecke und lebe deinen Seelenplan. Das kann ich nämlich gerade nicht so wirklich erkennen. Und ihr Lieben, dann können wir hoffentlich gleich durchstarten hier. Nur, ich möchte jetzt sicher sein, dass ich auch in der richtigen Veranstaltung und Gruppe bin. Deshalb muss ich mal eben selbst nochmal schauen, weil hier wird es mir nicht angezeigt. So. Ja. Ah, klappt. Okay. Sehr schön. Wunderbar. Entschuldigung. Es klappt. Sehr schön, ihr Lieben. Nochmal einen wunderschönen guten Morgen, den sehe ich hier, wer mit dabei ist. Die Michaela ist mit dabei, die Silke ist mit dabei. Wunderschönen guten Morgen. Euch beide sehe ich vom Namen. Alle anderen gern mal ein Hallo reinschreiben oder von wo ihr zugeschaltet seid. Dann bekommst du auch noch eine persönliche Begrüßung von mir. Okay, ja, sehr schön. Sonntagmorgen im Zauber der Rauhnächte. Deinen Seelenplan entdecken, darum geht es heute Morgen. Also, es gibt ein Worksheet, wenn du das Worksheet noch nicht hast, macht nichts. Ich poste nachher auch den Link nochmal rein, kannst es dir noch holen. Du kannst dir aber auch einfach auf deinem Blog ein paar Notizen machen. Sehr schön. Ihr Lieben, wie komme ich überhaupt zu den Rauhnächten? Fangen wir mal damit an. Oder warum beschäftige ich mich überhaupt mit den Rauhnächten? Ich bin 2010 zum ersten Mal auf die Rauhnächte aufmerksam geworden. Und eigentlich habe ich als Kind, und vielleicht geht es dir auch so, schon gespürt, dass so diese Tage, wo wir uns so auf Weihnachten hin bewegen, und da meine ich jetzt nicht die Vorfreude als Kind für die Geschenke, sondern ich habe einfach so gespürt, da herrscht irgendwie so ein bisschen eine andere Energie. Und vor allem zwischen den sogenannten Tagen, wie wir das so schön nennen im Volksmund, zwischen Weihnachten, Neujahr und auch noch so die erste Januarwoche. Ich hatte als Kind einfach irgendwie immer so das Gefühl, da herrscht eine andere Energie, da ist irgendwie was anders als sonst. Aber ich hatte damals keinen Ansprechpartner oder niemanden, mit dem ich mich darüber hätte unterhalten können. Und 2010 ist mir dann so vieles wie Schuppen von den Augen gefallen, weil ich da einfach mal auf die Rauhnächte aufmerksam wurde, mich mit beschäftigt hatte, was ist das überhaupt und. Das werde ich dir ja auch heute Morgen hier weitergeben. Und da hatte ich so viele Aha-Effekte, Erinnerungen als Kind, wo ich dachte, ja genau, das waren damals die Rauhnächte, die ich auch schon wahrgenommen habe. Und ja, aber damals nicht wusste, was ist es, ja. Und seitdem arbeite ich auch, in Anführungsstrichen, arbeite ich mit den Rauhnächten, lasse mich auf die Rauhnächte ein. Und sie waren tatsächlich ein wesentlicher Grundstein für mich, wirklich durchzustarten. Wenn du mich schon länger verfolgst, dann weißt du es, wenn du ganz neu hier bist.
Es war mit ein ausschlaggebender Punkt, warum ich tatsächlich nach 30 Jahren öffentlicher Dienst selbst gekündigt hatte, ohne irgendwie eine Abfindung oder was zu bekommen oder zu wollen, war überhaupt nicht in meinem Sinn. Und durchzustarten, meinem Herzen zu folgen, das zu machen, was meinem Seelenplan entspricht, um wirklich frei und selbstbestimmt zu leben, nicht nur für mich, für meinen wunderbaren Mann, für unsere wunderbaren Kinder, also für die ganze Familie. Und was ich damals natürlich nicht ahnen konnte, ist, dass wir mal so ganz besondere crazy Zeitqualitäten haben. Die jetzige, wo liegen die Geschenke darin? Und wo liegen die Geschenke für dich darin? Vor allem, dass du heute hier dabei bist, vielleicht zum ersten Mal vom Zauber der Rauhnächte etwas hörst, vielleicht hast du sie auch schon genutzt. Also die Art und Weise, wie ich sie nutze, ist ein Kompendium aus vielen verschiedenen Dingen. Und ja, ich werde es dir heute gerne auch im Groben weitergeben. Und du hast natürlich auch die Möglichkeit, die Rauhnächte mit mir gemeinsam in diesem Jahr hier zu verbringen. Online versteht sich natürlich, ja? Okay, wobei dieses Online nichts mit der jetzigen Zeitqualität zu tun hat, sondern einfach, weil es ja ein längerer Zeitraum ist und wir alle auch Familie haben, mit der ja auch gerne die Zeit zusammen verbringen und ja, du dich dem vielleicht ja auch gar nicht oder wahrscheinlich nicht entziehen möchtest, sondern die Zeit auch mit deinen Lieben oder so verbringen möchtest, wie du es einfach möchtest. Und ja, du kannst bequem von zu Hause aus oder von dort aus, wo dein Wohlfühlort ist, in dieser Zeit in den Zauber der Rauhnächte mit mir auch gemeinsam eintauchen. Und das geht dann eben auch nur online. Genau. Ich habe heute Morgen, als ich mich so ein bisschen vorbereitet hatte hier noch, für dich mal eine Karte gezogen noch, ganz intuitiv das Universum, die bevorstehenden Rauhnächte, diese Energien, das höhere Selbst, welchen Namen wir auch immer dem geben möchten, auch noch um eine Botschaft gebeten, habe eine Karte gezogen und damit würde ich gerne starten. Die würde ich ja gerne mal vorlesen und ich würde dich auch gerne dazu einladen. Schließ gerne mal auch deine Augen jetzt und lass das mal auf dich wirken. Atme mal aus, schließ mal deine Augen und nochmal ausatmen. Und mit dem nächsten Ausatmen dich nochmal ein bisschen mehr in den Körper sinken lassen. Und dann lass mal die Botschaft, die ich dir mitgebracht habe, mit dieser Karte jetzt einfach gerne mal auf dich wirken. Die Erfahrungen, die du im Moment machst, die Belastungen, die du erlebst, bringen dich Gott nahe. Habe Vertrauen in die göttliche Führung. Erkenne, dass du behütet und beschützt bist, dass Widrigkeiten sich auflösen, wenn du nur stark bist im Glauben an dich selbst. Lasse die Dinge im Außen und entdecke dich selbst. Öffne dich für die Energien, die um dich sind. Und du wirst Kraft und Stärke in ihnen finden. Diese Karte bringt so vieles so wunderbar auf den Punkt. Und der erste Satz war ja, die Erfahrungen, die du im Moment machst, die Belastungen, die du erlebst, bringen dich Gott nahe. Wenn ich von Gott spreche, ich meine das immer, bitte wisse das, ohne jegliche religiöse Behaftung. Ich selbst gehöre keiner Kirche an, keiner kirchlichen Gemeinschaft mehr, bin katholisch aufgewachsen, erzogen worden, habe aber schon recht früh so den Impuls gehabt, irgendwas stimmt hier auch nicht so, irgendwas läuft da schief, aufgrund verschiedener Gegebenheiten, auf die ich jetzt gar nicht so eingehen möchte.
Ah, die Melanie ist auch mit dabei. Schönen guten Morgen, hallo. Und die Isabel ist mit dabei. Schön. Ich habe für mich so meine eigene Wahrheit gefunden, die ich dir gerne auch mitgebe und die auch angelehnt ist an das Wort Religion. Religio heißt nichts anderes als Rückverbindung an das, was ist, an das, wo wir herkommen. Und in meiner Welt kommen wir alle, ich nenne das gerne aus der Quelle allen Seins. Man könnte auch sagen, aus dem Licht und aus der Liebe. Und alles, was wir hier an Religionen vorfinden, egal welche es ist, ist alles aus Menschenhand erschaffen. Und so gesehen gibt es für mich in meiner Welt nur eine Religion, die Rückverbindung an die Quelle, wo wir alle herkommen, an die wir uns natürlich von unserem jetzigen Bewusstsein her nicht erinnern können. Und das hat auch seinen Sinn. Erika ist auch mit dabei. Erika, wunderschönen guten Morgen. Und das hat auch seinen Sinn, dass wir uns nicht daran erinnern können, wie es auf der anderen Seite, im Licht und in der Liebe, wo wir alle herkommen, ausschaut. Weil dann kämen wir vielleicht in die Versuchung zu sagen, hey, mir ist das hier viel zu anstrengend. Ja, ich gehe wieder zurück. Und das ist nicht der Sinn des Lebens, sondern der Sinn des Lebens ist einfach, das Leben zu leben, das Leben zu genießen und vor allem, du bist mal hierher gekommen mit einer einzigartigen Botschaft, mit deinem Seelenplan, mit einer Mission. Mit einer Mission, die du in dir trägst, die vielleicht so groß ist für dich vom Kopf her, dass du es gar nicht fassen, begreifen, erkennen kannst, sondern einfach nur das Gefühl hast, da muss es noch mehr in meinem Leben geben als das, was ich gerade vorfinde. Da ist irgendwas in mir verborgen, weil das sind genau die Dinge, wie es mir früher auch ging, aber ich wusste nicht was. Und wenn es darum geht, dieser nächste Satz von dieser Karte, habe Vertrauen in die göttliche Führung, heißt das nichts anderes in meiner Welt. Und das sprengt jetzt vielleicht auch noch mal die Vorstellungskraft. Alles ist miteinander verbunden. Es ist ein großes Ganzes. Es gibt eine große Energie, die alles in Schwingung bringt. Das wissen wir aus der Quantenphysik von Max Planck, Albert Einstein. Und diese große ganze Energie, wo auch du ein Teil von bist. Oh, ich muss jetzt mal gerade rasch meinen Computer an den Strom anschließen. Just a moment. Da bin ich nochmal. Strom ist gesichert. Und diese Energie, von der wir alle ein Teil sind, auch du also, könnte man den göttlichen Kern in dir auch nennen, um es jetzt mal nochmal den Begriff Gott oder göttlicher Kern zu nutzen, ohne irgendwelche religiöse Behaftung. Und so gesehen, habe Vertrauen in die göttliche Führung, heißt nichts anderes als habe Vertrauen in dich selbst. Du bist ein Teil des Ganzen, du bist auch ein Teil von Gott. Das ist natürlich etwas, was wir von unserem Kopf her, ich nenne es jetzt mal ein bisschen flapsig, von unserem süßen Spatzengehirn her, überhaupt nicht greifen und ja, vielleicht auch wahrnehmen wollen, weil es so unendlich groß ist.
Und erkenne, dass du behütet und beschützt bist, dass Widrigkeiten sich auflösen, wenn du nur stark bist im Glauben an dich selbst. Das bringt es auch nochmal auf den Punkt. Wahrheit. In dir ist so viel mehr Potenzial verborgen, so viel mehr Angaben an Stärken, an Einzigartigkeit, was du mit hierher gebracht hast, als das, was du bis eben lebst. Und das möchte ans Licht, das möchte gelebt werden. Dann hast du das Gefühl, ja, jetzt bin ich komplett bei mir angekommen. Jetzt lebe ich wirklich. Und da darfst du beginnen, wieder unerschütterlich an dich selbst zu glauben. Meine erste große Einladung heute an dich. Bitte, bitte wisse, in dir ist so viel verborgen. In dir ist so eine Weisheit verborgen, so viel Wissen. Zu dem Wissen, was du dir hier jetzt auch schon die letzten Jahre angeeignet hast, mit Ausbildungen, mit Bücherlesen, mit Kurses besuchen und. Was dich einfach interessiert hat und. Auch das Wissen, wo du kein Zertifikat von jemandem offiziell bekommen hast. Und du darfst beginnen, wieder an dich selbst fest zu glauben und auch zu wissen, dass es damit gemeint, erkenne, dass du behütet und beschützt bist, dass das Universum, das Leben immer, immer, immer wohlwollend an deiner Seite sind. Immer. Wir haben nur eins mitbekommen vom lieben Gott, vom Universum. Wir haben einen freien Willen mitbekommen. Und wir haben immer selbst die Möglichkeit, uns zu entscheiden. Zu entscheiden für sich selbst, für die Lebensaufgabe, für den Seelenplan, für das Erkennen der Mission, auch für das Dafürgehen für die Mission, was ein bisschen unbequem auch schon mal sein kann, weil man damit auch die Komfortzone verlässt, weil es darum geht, wirklich so, ich nenne das immer gern die Bühne des Lebens zu betreten, wirklich sich zu zeigen der Welt da draußen mit der eigenen Botschaft, wie auch immer das ausschaut. Und weil es dann auch schon mal darum geht, ja, in sich zu investieren, um sich das genaue Navigationssystem zu holen von jemandem, der dort ist, wo du einfach hin möchtest. Und das sind so die Dinge, wo wir mit unserem freien Willen zwar dann die Botschaften vom Universum erkennen, oh, jetzt bin ich darauf aufmerksam geworden, das Universum will mir ja damit was sagen, du bist ja heute Morgen hier, das Universum möchte ja damit auch etwas sagen, schickt dir eine Botschaft. Und bei allem, was ich dir jetzt hier heute weitergebe oder auch was du sonst irgendwo bekommst, wir selbst haben es immer in der Hand, daraus etwas zu machen, also auch umzusetzen, um andere Ergebnisse im Leben zu erzielen oder eben auch nicht. Und bitte nochmal Einladung, beginne ab heute wieder viel, viel mehr an dich selbst zu glauben. Und der vorletzte Satz von dieser Karte, lasse die Dinge im Außen und entdecke dich selbst. Bringt auch nochmal alles auf den Punkt. Und da dienen einfach die Rauhnächte wunderbar dazu, um dich diesen Energien zu öffnen, die in dir verborgen sind, die auch im universellen Feld für dich vorbereitet sind, um wirklich deinen Seelenplan, deine Lebensaufgabe zu erkennen. Okay? Kleines Vorwort, das ein bisschen länger geworden ist. So. Zwei, drei Sätze noch dazu, was sind die Rauhnächte überhaupt? Falls du zum allerersten Mal jetzt etwas von den Rauhnächten hörst. Es gibt auch noch andere Begriffe zu den Rauhnächten. Das sind zum Beispiel Dunkelnächte, Sperrnächte, Glöckelnächte, Innernächte, Unternächte. Je nach Region gibt es da einfach unterschiedliche Begriffe zu. Und auch je nach Region unterscheiden sich auch die Anzahl der Rauhnächte zwischen
3, 12 oder auch noch mehr Nächten. Aber so im Groben werden die wichtigsten Rauhnächte bezeichnet, die Thomasnacht, die Wintersonnenwende, auf die wir jetzt zusteuern, sprich 21. Dezember, der Heilige Abend, die Christnacht, der 31. Dezember, wo es in den Übergang zum neuen Jahr geht, und dann eben auch nochmal 5. 6. Januar, Heilige Drei Könige, oder in anderen Regionen heißt es auch Erscheinung des Herrn, um es ganz christlich jetzt auszudrücken. Ja? So, wo haben die Rauhnächte überhaupt ihren Ursprung? Wie kam das einfach und welche Geschichte steckt überhaupt dahinter? Das wollte ich dann natürlich vom Kopf her auch irgendwann mal wissen, deshalb gebe ich das dir hier mal so weiter. Den Ursprung hat dieser Brauch vermutlich in der Zeitrechnung, wo es nach einem Mondjahr, das auch 12 Mondmonate umfasst, aber nur 354 Tage gibt. Und dann, um in Übereinstimmung quasi zu kommen mit unserem Sonnenjahr, hat man einfach die fehlende 12 Tage bzw. 12 Nächte. Nochmal zum Klarstellen, wenn wir von Rauhnächten sprechen, es sind immer die Tage und die Nächte, also 24-Stunden-Rhythmus quasi, hinzugefügt. Und das nennt man bis heute so als tote Tage, also außerhalb dieser Zeit. Und deshalb spricht man auch heute wohl immer noch gerne so davon, von den Tagen zwischen Weihnachten und Neujahr. Das sind so die Tage zwischen den Jahren, ja, im Volksmund kennst du vielleicht auch. Und daher rührt auch das, und das war die Wahrnehmung, die ich als Kind wohl so hatte, und da findet man auch Nachweise in alten Bräuchen, Ritualen, Mythologien, was man da nachlesen kann, dass die Gesetze der Natur auf gewisse Weise da außer Kraft gesetzt sind und der Zugang zu diesen anderen Welten, nenne es jetzt in dem Falle gern der Zugang zu dir selbst, zu dieser andere Welt in dir, die ja da ist, zu dem, was in dir verborgen ist, dass diese Grenzen wegfallen oder zumindest leichter zu überschreiten sind. Mit anderen Worten, um es in der jetzigen Sprache, in der jetzigen weltlichen Sprache auszudrücken, dass es dir viel leichter fällt, wirklich eine Innenschau zu halten, noch mehr bei dir anzukommen und deine wahren Gaben, Stärken, dein Potenzial zu entdecken. Und so auf diese Art und Weise dich darauf einzulassen, um so das neue Jahr zu gestalten. Ja? Wird gleich noch deutlicher. Mit anderen Worten, die Rauhnächte, die eigentlichen Rauhnächte, diese 12 Tage, die starten am 24. Dezember und dauern bis zum 6. Januar. Zur Vorbereitung dienen aber auch schon die jetzigen Tage. Ich persönlich beginne da am 15.12., also diese Woche am Mittwoch schon, mit der Vorbereitung auf die Rauhnächte. Weil, das wissen wir alle, die Nächte sind die letzten Tage immer länger geworden, die Tage immer kürzer, bis wir dann schließlich an der Wintersonnenwende am 21. Dezember tatsächlich die längste Nacht und den kürzesten Tag haben. Und im übertragenen Sinne, längste Nacht, kürzester Tag. Diese Zeit jetzt eignet sich wunderbar dazu, bis die Rauhnächte dann tatsächlich starten, um Dinge loszulassen, die wir nicht mehr mitnehmen möchten, einfach ins neue Jahr. Mental, emotional, aber auch auf der physischen Ebene. Was meine ich damit? Du kannst zum Beispiel mal schauen, was in deiner Umgebung, was dir da nicht mehr dienlich ist, was
du eigentlich gerne loslassen möchtest, aber bis eben noch nicht losgelassen hast. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die emotionale und für die mentale Ebene. Wo sind noch Themen in dir verborgen, die dich noch nicht tief und fest immer ständig an dich selbst glauben lassen? Wo gibt es auf der Gefühlsebene noch Referenzpunkte in deinem System, die dich auf der Gefühlsebene immer wieder zurückswitchen lassen? In Tiefs, nenn es jetzt mal Tiefs. Wo gibt es da noch Dinge, die du loslassen kannst? Das sind so die Dinge, die ich auch ja, gemeinsam mit der Gruppe, die sich jetzt gerade dabei ist zu finden, mit einer Jahresanfang-, Jahresendmeditation mit ganz besonderen Ritualen auch gemeinsam mache. Ja? Also, wo sind auf der mentalen, auf der psychischen und auch auf der emotionalen Ebene noch Dinge, noch sogenannte Schattenseiten? Weil im übertragenen Sinne sind das jetzt auch so diese Tage bis zum 21., wo du noch was loslassen kannst. Dinge, die du bewusst, ich sage es jetzt mal so, dem Universum auch übergeben kannst, die du nicht mitnehmen möchtest ins neue Jahr. Und da geht es darum, das würde ich dir auch gerne mit auf den Weg geben, nicht gefühlt ewig lange noch in der Kinderstube, im vergangenen Dingen rumzuwühlen, was war, sondern einfach mal auch pauschal die Entscheidung zu treffen. Alles, was dir jetzt nicht mehr dienlich ist, schicke ich zurück zum Absender, wer auch immer der Absender ist, und lass einfach los. Dazu dienen jetzt so diese Tage, wo viel Dunkelheit uns umgibt und die Nächte so lange sind. Also alles Alte loslassen, was du nicht mehr benötigst, nicht mitnehmen möchtest, ins neue Jahr. Energetisch gesehen, mental, physisch und emotional. Ja? So, dann gehen wir weiter. 24. Dezember, 25. Dezember, also im 24-Stunden-Rhythmus, beginnen dann die Rauhnächte. Und jede einzelne Rauhnacht steht energetisch gesehen für einen Monat des Folgejahres. Zum Beispiel der 25. Dezember steht energetisch gesehen für den Januar des nächsten Jahres. Der Dezember steht für den Februar des Folgejahres. Der 26. Dezember, Entschuldigung. Der 27. Dezember steht für den März. Der 28. Dezember für den April. Der 29. Dezember für den Mai. Der 30. Dezember für den Juni. 31. Dezember für den Juli. 1. Januar für den August. 2. Januar, September. 3. Januar, Oktober. 4. Januar, November. Und 5. Januar dann für den Dezember. Also wir beginnen am 25. Dezember, der steht für den Januar des Folgejahres und dann geht es Tag für Tag und im Jahr Monat für Monat weiter, bis wir dann einfach am 5. Januar angekommen sind, der für den Dezember des Jahres 2022 steht. Und für diejenigen, die mit mir in diesem Jahr in die Rauhnächte eintauchen, da geht es dann vom 6. bis zum 12. Januar auch noch weiter. Da gibt es eine ganz besondere Anleitung, tatsächlich dann auch den Seelenplan zu entdecken. Warum setzt das da erst an? Warum nicht erst in den Rauhnächten? In den Rauhnächten geht es einfach darum, sich mit dem Folgemonat energetisch zu verbinden und Themen in dein Bewusstsein zu lassen, die für dich anstehen. Zum Beispiel im Januar. Auf der gesundheitlichen Ebene, auf der beruflichen Ebene, auf der privaten Ebene. Das sind immer so die drei Ebenen, mit denen ich mich da immer gerne beschäftige und Themen aus dem universellen Feld zu mir kommen lasse und die dann natürlich notieren. Und du merkst jetzt schon vielleicht, wie tiefgehend das ist, was für wertvolle Botschaften du bekommst, wenn du dich auf diese Art und Weise
auf diesen Zauber der Rauhnächte, auf diese Energien einlässt. Erstmal jetzt in die Vorbereitung gehst, zum Beispiel ab Mittwoch bis zum 21. bis zur Wintersonnenwende, alles das loslässt, das machen wir in der Begleitung natürlich mit klaren Ritualen, mit Anleitungen, da gehen wir natürlich noch tiefer rein. Ich gebe dir das jetzt hier so pauschal weiter, damit du eine Vorstellung hast, was da alles dich auch erwartet und was du alles loslassen kannst, mit wie viel klarer, gestärkter Energie du da auch ins neue Jahr kommst. Und dann hast du quasi eine Jahresmonatsplanung gemacht, wo du zu jedem Monat Botschaften empfangen hast fürs neue Jahr. Du merkst vielleicht jetzt auch schon, kannst das spüren, wenn du an jedem Tag für das neue Jahr, zu jedem Monat Botschaften hast, wie viel leichter ist es für dich, Monat für Monat, dich darauf dann einzulassen, die Dinge umzusetzen natürlich, darum geht es dann natürlich auch, nur das Wissen alleine bringt uns nicht weiter, es geht auch darum, diese Dinge dann natürlich auch umzusetzen und wie das dann alles zu einem wunderbaren Ganzen zusammengefügt werden kann, auf welche andere Art und Weise du dann tatsächlich dieses neue Jahr 2022 erleben kannst. Man könnte auch sagen, dass du jetzt endlich deine Ziele wirklich mal erreichst oder Klarheit bekommst zu deinen Zielen. So, und das ist so eine Basis, wo so eine grobe Struktur schon mal steht. Und dann vom 6. bis 12. Januar etwa gibt es dann nochmal eine Anleitung, den Seelenplan zu entdecken. Warum sage ich etwa? Das ist so ein Zeitrahmen mit dieser Anleitung, die ich da weitergebe. Wo ich ein bisschen vorsichtig bin vom Zeitrahmen her, weil da kann es auch schon mal sein, dass man sich mit dem einen oder anderen nicht so leicht tut, weil es einfach nochmal darum geht, nochmal was loszulassen, weil es nochmal kurz etwas angeschaut werden darf. Da gibt es dann tatsächlich keine pauschale Zeit, nur so einen Rahmen von einer Woche. Den darf man sich da schon geben. Ja? So, was ist während der Rauhnächte zu tun? Wenn du es mit mir gemeinsam machst, dann bekommst du ein Jahresmonatserfolgsbuch für diese Zeit. Ansonsten, wenn du es alleine machen möchtest, würde ich dir empfehlen, dir ein schönes leeres Büchlein anzulegen und dir dann täglich in den Rauhnächten Notizen zu machen über deine Gefühle, über deine Gedanken, besondere Begebenheiten, besondere Begegnungen, also Dinge, einfach mal in Achtsamkeit diese Tage wirklich zu erleben. Und es geht nicht darum, dass du da jeden Tag einen Roman schreibst, sondern dir wirklich nur kurze Notizen machst in dieses Büchlein. Und jegliche Notizen schaust du dir dann auch im Folgejahr immer nur zu Beginn des jeweiligen Monates an. Ja, also du schaust dir im Februar zum Beispiel dann erst an die Notizen, die du dir am 26. Dezember gemacht hast, weil dafür steht ja energetisch gesehen der Monat Februar. Und du verbindest dich jeden Tag während der Rauhnächte mit diesem energetischen Feld und empfängst Botschaften. Wenn du es mit mir gemeinsam machst, bekommst du natürlich eine eigene Meditation dazu, die dir da auch ja, vielleicht ein bisschen mehr hilft, dich mit diesem energetischen Feld zu verbinden. Und dann lässt du Botschaften zu dir, was steht für mich, du verbindest dich mit dem jeweiligen Monat, was steht für mich im Januar an, beruflich, privat, gesundheitlich. Und da kommt ein Thema in dein Mind, in dein Bewusstsein. Das notierst du dir einfach. Und was auch sehr, sehr hilfreich ist, dass du dir deine Träume notierst während dieser Rauhnächte. Und dazu legst du dir natürlich am besten entweder direkt ans Bett oder ins Wohnzimmer, dass du mal kurz nachts vielleicht auch aufstehst, wenn du das möchtest. Also greifbar irgendwo dein Büchlein oder Zettel hin, wo du dir ganz kurz deine Träume auch notierst. Weil du wirst staunen,
wie viel du aus deinen Träumen während der Rauhnächte auch erkennen kannst, die auch Wegweiser sind für dich. Und da geht es natürlich auch darum, diese Träume deuten zu können. Das machen wir auch gemeinsam in der Begleitung. Da wirst du von mir auch eine Anleitung bekommen, wie genau du deine Träume deuten kannst. Da gibt es verschiedene Methoden und Techniken. Ich bin ja immer ein Freund davon, es einfach zu halten. Da gibt es zum Beispiel eine wunderbare Zweistuhltechnik, mit denen du dann auch Hinweise bekommst zu deinen Träumen. Weil, ich bringe dir ein Beispiel mal gerade, das mir gerade so einfällt. Ich hatte in einem der Rauhnächte mal den Traum, dass unsere Nachbarin ein Kind bekommen hat. Also im Saarland, meine ich jetzt. Nicht auf Zypern unsere Nachbarin, sondern unsere Nachbarin im Saarland, wo ich ja ursprünglich herkomme. Und ich habe die besucht, genau, und habe dann diesen Traum gedeutet und die Botschaft daraus bekommen, weil diese Nachbarin, die war damals schon in einem Alter, wo es eigentlich von der Biologie her nicht mehr möglich war, noch Nachwuchs zu bekommen. Und habe dann so die Information durch diese Traumdeutung mit diesen zwei Stühlen, wie ich das gerne mache, bekommen, dass die Nachbarin für mich steht und das kleine Kind, das sie bekommen hat, metaphorisch steht für das Kind, was bei mir neu am Entstehen ist. Weil bis dahin, ich bin ja jetzt schon seit 2004 in dieser Richtung ja unterwegs, bis dahin gab es bei mir klassische Praxisräume, es gab den Namen mentalen Gesundheitspraxis Kraftquelle selbst, ich habe online und offline gearbeitet, aber das neue Baby, das entstehen wollte, das war die Irmgard Anna Bronner Akademie und das wollte mir dieser Traum sagen. Und so ist auch vieles, vieles weitere dann eben entstanden. Nur damit du mein Gefühl hast oder dafür auch bekommst, wie sehr die Rauhnächte diese besondere Energie in dir tatsächlich Botschaften schicken. Und das, was ich dann eben gemeint habe, wir alle haben einen freien Willen. Den freien Willen hatte ich dann auch zu sagen, okay, ich gehe da jetzt durch, ich gründe eine Akademie, wo ich wirklich Menschen dabei begleite und meine Mission tatsächlich auch kundtue, zum Beispiel bis 2030 eine Million Frauen, gerne auch Männer, ab und zu darf ich auch Männer begleiten, nur die Frauen sind halt immer noch so ein bisschen im Vormarsch, in der Überzahl, wirklich ihre Mission zu erkennen, ihre Lebensaufgabe zu erkennen, ihren Seelenplan zu erkennen. Wenn wir uns nur mal für eine Sekunde jetzt vorstellen oder für eine Minute, Sekunde ist schon vorbei, für eine Minute, stell dir mal vor, gerade in der jetzigen Zeitqualität, die wir haben, jeder hat seinen Seelenplan, seine Lebensaufgabe klar, seine Mission und folgt dieser auch. Was für eine Welt hätten wir? Hätten wir dann tatsächlich im Außen schon die Veränderung, die wir alle uns so sehnlichst wünschen? Auf Fingerschnipp. Und das ist das, was ich eben schon gesagt habe, wir haben einen freien Willen. Ich konnte mich natürlich dafür entscheiden, in die Richtung tatsächlich weiterzugehen, mit allen Barrieren, die dann auch nochmal gelöst werden durften, aufgemacht werden durften, runtergefahren werden durften. Und das sind so die Dinge, was sich dann manchmal ein bisschen unbequem anfühlt, Entscheidungen zu treffen, in sich zu investieren, wirklich zu gehen, Dinge anders zu machen, als man es vorher gemacht hat, die Komfortzone tatsächlich zu verlassen. Das ist immer unbequem, weil solange wir es uns bequem machen, ich habe das bei mir früher immer so gesagt, naja, ich stecke zwar im Schlamassel drin, gibt zwar viele Dinge, die ich nicht so gerne hätte, wie ich es eigentlich hätte, zum Beispiel einen Schreibtischjob, der mir zwar gutes Geld gebracht hat, ich trotzdem aber nie wirklich das Geld zur Verfügung hatte, wie ich es wollte, geschweige denn hätte frei leben können, frei über mich bestimmen können, frei Zeit zu verbringen
mit den Menschen, die mir wirklich am Herzen liegen, mich frei auf der Welt zu bewegen. Das waren so meine Dinge. Okay. Gut. Was dient dir noch als weitere hilfreiche Unterstützung während den Rauhnächten? Was nutze ich da gerne? Eins hast du schon mitbekommen, ich gehe schon mal intuitiv gerne hin und ziehe schon mal aus dem Kartenset eine Karte. Was mache ich auch gerne? Ich räuchere sehr gerne, sei es mit Räucherstäbchen, sei es mit Räucherwerk. Ich nutze gerne Edelsteine zur energetischen Unterstützung. Ich hau während dieser Zeiten noch mal ein bisschen stärker darauf, auf das, was ich zu mir nehme im Hinblick auf die Ernährung. Also ich schau, dass ich während dieser Zeit einfach noch achtsamer bin. Und das ist etwas, was ich dir auch gerne mit auf den Weg gebe. Vielleicht hast du ein Kartenset oder Kartensets in deiner Schublade liegen und die sind ein bisschen in Vergessenheit geraten und hast jetzt wieder den Impuls, während dieser Zeit damit zu arbeiten. Vielleicht hast du auch Edelsteine oder eine Edelsteinkette, die du schon ewig nicht mehr getragen hast, wo du jetzt den Impuls hast, okay, die könnte mir jetzt dienen, da habe ich jetzt Lust drauf, die nochmal anzuziehen oder bei mir zu tragen. Und das müssen auch nicht unbedingt Edelsteine sein, das kann auch ein Stein sein, wenn du spazieren gehst und du siehst irgendwo einen Stein und denkst, wow, der schaut ja aus wie ein Herz oder der hat so eine ganz besondere Marmorierung, wenn ich so am Strand unterwegs bin, an unserem Hausstrand in Menio und sehe da so ein ganz besonderer Stein, dann hole ich den auch schon mal mit und trage den mal eine Weile bei mir. Ja, also verlass dich da auf deine Intuition. Du musst da jetzt nicht loslaufen und teures Räucherwerk noch kaufen und teure Edelsteine kaufen. Schau mal, was hast du sowieso schon, worauf du jetzt nochmal zurückgreifen kannst. Du kannst natürlich auch dir Dinge kaufen, gerade auch beim Räuchern. Es gibt so viele wunderbare Küchenkräuter, die in deinem Küchenschrank auch jetzt schon sind, die du auch nutzen kannst zum Räuchern. Und gerade beim Räuchern geht es auch darum, dass du dich auf deine Nase verlässt. Ich bin zum Beispiel ein totaler Fan von Weihrauch. Ich weiß aber auch von vielen, die sagen, bleib mal weg mit Weihrauch. Das ist überhaupt nicht meine Duftkomponente. Dann nutzt das nichts, wenn du es deinem Körper und deiner Nase antust, Weihrauch zu räuchern, nur weil du gelesen hast, dass der in dem und dem Bereich energetisch unterstützen soll. Also das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und was ich auch gerne nutze, sind ätherische Öle. Sei es, dass ich die im Kaltdiffuser habe oder dass ich sie einfach nur in die Hand nehme, bei mir trage, mal zwischendrin dran schnüffle, also ganz nach Intuition. Das sind so hilfreiche Unterstützungen, die dir während den Rauhnächten, aber auch natürlich nicht nur während der Rauhnächte als Unterstützung da dienen können. Und da darfst du dich auf deine Intuition verlassen. Ja. So, was ist überhaupt der Vorteil, wenn du das Worksheet hast? Das ist auch eine Seite in deinem Worksheet, sich auf, in diesem Jahr auf den Zauber der Rauhnächte einzulassen. Das große Geschenk, das wir in der jetzigen Zeitqualität haben, ist, und das ist der Schubser, wo das Universum, glaube ich, uns alle hinschubsen möchte, wirklich die Botschaften zu erkennen, die deine Seele dir vielleicht schon ganz, ganz lange schickt, sei es auf der körperlichen Ebene. Schau dir da auch die Dinge mal unter dem Aspekt an, wenn du bis eben noch geglaubt hast, ja, das ist halt so, weil ich ja älter werde, weil ich Richtung Wechseljahre gehe, weil ich eine große Belastung habe oder auch in den Wechseljahren drin bin, weil ich eine große Belastung habe durch Familie und Job, weil. Wahrheit. Niemand von uns hat gelernt, die Botschaften der Seele tatsächlich zu deuten, zu erkennen, geschweige denn, hat niemand von uns gehört,
in der Kinderstube, wenn deine Seele dir Botschaften schickt, dann macht sie das über die leise Sprache von Gefühlen. Und wenn deine Seele dir ein Gefühl schickt, dann verbirgt sich dahinter eine Botschaft. Und da gibt es nichts Wichtigeres, als dich zurückzuziehen, auf diese Botschaft zu lauschen und ihr zu folgen. Niemandem von uns hat man erzählt, folge dem Ruf deiner Seele, kreiere daraus deinen Seelenberuf, erlaube dir damit, dein Leben so zu gestalten, wie du es gerne hättest, mit all den Dingen, die dazugehören, auch mit der Geldenergie, die es dazu braucht. Sondern wir haben gelernt, Schulabschluss zu machen, Studium vielleicht auch noch oder einen Berufsabschluss, damit wir was in der Hand haben und dann zu schauen, mit was können wir uns jetzt unser Leben lang arrangieren, dass Summe X Monat für Monat auf unser Konto fließt, um dann auf die Rente hinzuarbeiten und dann fängt das Leben an oder wie auch immer. Ich sage es jetzt mal ein bisschen flapsig, du weißt, was ich meine. Was passiert währenddessen? Das Leben zieht an uns vorbei. Und dann denken wir irgendwann, hätte ich doch nur. Ist mir sehr bewusst geworden, als meine Mama sich innerhalb von 48 Stunden verabschiedet hatte, ohne Vorankündigung und als ich vorher am Sterbebett von meinem Papa saß. Ich dachte, wie will ich mal auf mein Leben zurückblicken? Was würde er mir sagen, wenn er jetzt nur mit mir sprechen könnte, was er bereut? Da gibt es ja auch ein Buch drüber, was Sterbende bereuen. So, und wie viele Botschaften schickt deine Seele dir jetzt während dieser besonderen Zeitqualität, die wir haben, auf der körperlichen Ebene, vielleicht aber auch schon seit Jahren, aber auch auf der mentalen Ebene? Wenn ich an mich zurückblicke, das waren auf der körperlichen Ebene etliche Botschaften in meinem früheren Leben, und auf der mentalen Ebene waren solche Phasen wie Lethargie, wie Depression, die Traurigkeit. Ich hatte so unendlich nah ans Wasser gebaut und solche Dinge. Wie viele Botschaften schickt deine Seele dir? Und das ist die jetzige Zeitqualität. Du darfst dich jetzt dafür entscheiden, ihnen zu folgen. Weil dann geschehen so diese Dinge im Außen. Die Lebenswirklichkeit im Außen von jedem von uns ist immer der Spiegel des Inneren. Das heißt, dass du kannst dir das wie so eine Leinwand vorstellen, das, was in dir verborgen ist, was du bis eben im Außen vorfindest, die Dinge, die wunderbar sind, genieße sie, stell mehr davon. Die Dinge, die noch nicht so sind, wie du es gerne hättest, die darfst du im Inneren loslassen. Beginnen wieder unerschütterlich an deine Gaben stärken, dein Potenzial zu glauben, die entsprechende Entscheidungen zu treffen, die es dazu erfordert, um dann tatsächlich auch dich auf den Weg deines Herzens zu begeben. Und alles, was dich daran hindert, auf dem Weg dahin tatsächlich auch nochmal loszulassen, ohne ewig nochmal eine Rückschau zu halten. Jetzt mal überlegen, was will ich alles loslassen, bis zum 21. das ans Universum übergeben, loslassen, die Entscheidung treffen, zurückschicken an den Absender, wer auch immer der Absender ist, zu deinem höchsten Wohle, zum höchsten Wohle aller Beteiligten und dann durchstarten. Und ich denke, es ist auch deutlich geworden, wenn du dich so auf diese besondere Zeit jetzt einlässt, was für eine klare berufliche Zukunftsvision du da hast. Was da alles im Feld auch schon für dich vorbereitet ist, dass du im Grunde genommen ganz einfach dargestellt nur zu dir in dein Bewusstsein kommen lassen darfst, was in dir verborgen ist. Und dem dann auch zu folgen. Und welchen Grund hat deine Seele dir dann künftig noch, dir Botschaften zu schicken? Um dich darauf hinzuweisen, hey, korrigier doch mal deinen Weg.
Du bist doch mal hierher gekommen mit einer Lebensaufgabe, mit einem Seelenplan. Was haben andere Menschen davon, dass es dich gibt? Und vielleicht hast du auch schon mal zu diesem Spruch gehört, was kein Spruch ist, sondern was ein Erfolgsgeheimnis eigentlich ist. Du bist der Durchschnitt von den 5 Menschen, mit denen du dich in erster Linie umgibst. Deshalb eines der Erfolgsgeheimnisse, was du wirklich vermeiden solltest. Dein Umfeld, nahestehende Personen, Freundin, Freund, mit denen deine Situation, die du gerne ändern möchtest, zu erörtern. Weil das sind ja diejenigen, die auf der gleichen Stufe stehen wie du. Die geben dir sicherlich gut gemeinte Ratschläge. Nur, die können nicht das Navigationssystem sein, wie du von A nach B kommst. Deshalb ist es so wichtig, dass du auch jemanden an deiner Seite hast, der dort ist, wo du hin möchtest, der dir den Weg zeigt. Warum? Weil er den Weg schon vorgegangen ist, weil er das Navigationssystem hat. Das ist eines der Fehler, den ich früher auch viel zu viel und viel zu oft gemacht habe, Menschen in meinem Umfeld gefragt habe, wie würdest du das machen und. Das sind alles gut gemeinte Ratschläge. Nur wenn du etwas verändern möchtest in deinem Leben, dann Erfolgsgeheimnis, begib dich mehr in die Energie von Menschen, die dort sind, wo du hin möchtest. Ich bringe dir ein ganz lapidar flapsiges Beispiel, das es aber so sehr toll auf den Punkt bringt. Wenn du bis eben noch rauchst und dein Umfeld auch raucht und du möchtest aufhören zu rauchen, wie schwer tust du es dir als Einzige in diesem Umfeld aufzuhören zu rauchen? Aber sobald du dich in Energien von Menschen begibst, wo niemand raucht, in die Gesellschaft von Menschen begibst, wo zum Beispiel niemand raucht, wie leicht ist es dann für dich, zum Beispiel aufzuhören zu rauchen? Und so ist das hier auch gemeint. Du bist der Durchschnitt von den 5 Menschen, mit denen du dich umgibst. Und damit habe ich nicht gesagt, du sollst dich lösen von den Menschen, sondern ich habe nur gesagt, die Empfehlung, dich mehr in die Energien von Menschen zu begeben, die dort sind, wo du hin möchtest. Es geht nicht darum, zu jemandem zu sagen, hey, das entspricht gar nicht mehr dem, was ich will. Bleib mal von der Pelle, sondern dir dessen bewusst zu sein, wie hilfreich es für dich ist, dich zusätzlich in andere Energien zu begeben. Okay? So, das zu den Rauhnächten. Also nochmal zusammenfassend. Wir starten am 15. Dezember, um nochmal Schattenseiten und Themen, die da verborgen sind, bis zur Wintersonnenwende, der längste Nacht, dem kürzesten Tag, zu durchleuchten. Kurz zu durchleuchten, bewusst zu machen, loszulassen dann, rasch loszulassen, auf Fingerschnipp. Dann dienen die Tage vom 21. bis 24. Dezember nochmal ein bisschen zur Vorbereitung, die Intuition schon mal ein bisschen zu schulen, um sich dann tatsächlich auf die Rauhnächte einzulassen, die Botschaften zu dem jeweiligen Monat zu empfangen. Was steht für dich an, beruflich, gesundheitlich und auch auf der privaten Ebene? Und das ist auch immer, das greift immer ineinander. Weil du kannst auf der einen Seite beruflich wunderbar aufgestellt sein, total glücklich. Wenn es aber im privaten Bereich an vielen Ecken und Kanten hapert, wird sich das unweigerlich auf den Beruf, auch irgendwann auf die Gesundheit auswirken. Und so greift in meiner Welt immer alles ineinander. Dann während der Rauhnächte besondere Begebenheiten, besondere Gespräche, besondere Gedanken, besondere Gefühle, was auch immer es ist während dieser Zeit. Also die schon sehr achtsam zu erleben, dir Notizen zu machen, dir Notizen über die Träume zu machen, diese dann auch zum Beginn des jeweiligen neuen Monates im neuen Jahr alles erst anzuschauen, zu deuten und dem dann zu folgen. So hast du eine wunderbare Jahresplanung, die deinem Seelenplan entspricht und
Vom 6. Januar bis 12. Januar werden wir uns ja dann auch verstärkt mit dem Seelenplan beschäftigen, sodass du siehst, wie das alles zu einem wunderbaren Ganzen zusammengefügt ist und du dann tatsächlich auch dem Ruf deiner Seele folgen kannst, um wirklich und gerade jetzt in dieser besonderen Zeit, die wir haben, frei und selbstbestimmt zu leben. Frei und selbstbestimmt zu leben. Wann ist diese Bekleidung online jetzt mit mir überhaupt das Richtige für dich? Wenn du jetzt wirklich dich mal auf diese Art und Weise, wenn dich das anspricht, was ich dir hier weitergebe, wenn du dich auf die Art und Weise wirklich mal auf so eine fundierte Planung fürs neue Jahr einlassen möchtest, wenn dir der Sprung in die Akademie vielleicht noch zu heftig ist, weil da geht es natürlich noch mal viel, viel mehr ins Detail. Da begleite ich dich ja auch über einen längeren Zeitraum viel intensiver, wo wir ja gemeinsam auch viel mehr Zeit ja auch miteinander verbringen und ich dich da noch mal intensiver an die Hand nehme. Oder du hast schon deinen Seelenplan. Klar, du willst noch mal jetzt wirklich eine Vertiefung dahingehend machen oder du möchtest jetzt wirklich mal deine Ziele, wo du dir schon so oft Ziele gesteckt hast zum Jahreswechsel 2022, wirklich mal erreichen, so in kleinen Häppchen Schritt für Schritt vorgehen. Weil ich glaube, wenn eins klar geworden ist, die letzten 2 Jahre in dieser besonderen Zeit, die wir gerade haben, dass nur eines sicher ist, dass nur du selbst, die Sicherheit in dir verborgen ist. Niemals im Außen, immer nur in dir. Okay? So, wie schaut die Begleitung überhaupt aus, wenn wir da gemeinsam jetzt diese Zeit miteinander verbringen? Du kannst dich anmelden. Ich poste dir gleich noch den Link unter das Video. Hier, du bekommst jeden Tag in dein Postfach einen Videobeitrag, eine Lektion. Dauert nicht lange, so 10 Minuten. Du darfst während der gesamten Zeit etwa 30 Minuten maximal jeden Tag einplanen. Bekommst alles ganz bequem in dein Postfach. Du kannst dir das anschauen, wann auch immer es dir passt. Du hast es morgens ab 5 Uhr etwa zur Verfügung, falls du zu den Frühaufstehern gehörst. Genau. Etwa 30 Minuten darfst du jeden Tag einplanen, weil es wird ja auch noch Aufgaben geben zum Umsetzen. Es wird Zoom-Calls mit mir geben, 3, einer zum Start, einer in der Mitte nochmal und dann einer am 19. Januar, wenn wir diese wunderbare Zeit dann gemeinsam beenden, du dann die Klarheit hast, das ist dein Seelenplan, das ist quasi so dein Support zu mir, den du dann während dieser Zeit jetzt hast, diese 3 Zoom-Calls. Anmelden kannst du dich über den Link, habe ich noch was vergessen? Genau, was ich auch oft gefragt werde, wie lange habe ich Zugriff zu den Videobeiträgen? Du kannst alle Videobeiträge so oft anschauen während dieser gesamten Zeit, wie du möchtest. Komplett Zugang hast du bis zum 31. Januar 2022. Genau. Ja, also Klarheit, wie du jetzt den Zauber der Rauhnächte nutzen kannst, um deinen Seelenplan zu entdecken, um wirklich mal 2022 durchzustarten. Ich schaue später gerne noch ins Kommentarfeld rein. Mir wurden hier keine Kommentare heute angezeigt. Wenn du Fragen hast, schreib es gerne ins Kommentarfeld rein. Gehe ich auch gerne später noch drauf ein. Und ja, ich freue mich auf die gemeinsame Zeit. Wisse, dass jegliche Erfahrungen, die du bislang gemacht hast, alles hat seinen Sinn. Und wie sehr kannst du jetzt die Entscheidung treffen für dich, für dein Leben, so wie du es wirklich haben möchtest in der Zukunft. Nicht nur für dich, sondern auch für deine Liebsten, für deine Familie, für die Menschen, die dir am Herzen liegen. Und da darfst du vorgehen, um die Einladung zu sein und diese auch mit ins Boot zu nehmen.
Wie viel mehr ist für dich möglich als das, was du bis eben für möglich hältst? Im universellen Feld ist immer alles für dich vorbereitet. Du darfst dich entscheiden. Und auch wenn es sich unbequem anfühlt, dann wisse, genau da liegt dein größtes Potenzial. Ich freue mich auf alles Weitere, was entstehen darf. Hab noch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Danke für dein Sein. Danke für die Zeit, die du hier mit mir verbracht hast. Und alles Liebe. Ciao, ciao.